Ja, hallo, willkommen zum zweiten Teil zu unserer Gesprächsrunde zum Thema MS und Familienplanung. Ich darf Ihnen noch einmal zur Erinnerung unsere Gesprächsrunde vorstellen. Frau Dr. Elisabeth Costa, Gynäkologin. Den Neurologen Dr. Michael Auer. Ihre Vertreterin, die Claudia Schmölzer. Und die Vertreterin der MSG Tirol, Frau Marlene Schmidt. Zwei wichtige Bereiche fehlen uns noch, Geburt und nach der Geburt. Dazu gleich eine Frage einer Patientin. Können MS-Patientinnen eine normale, natürliche Entbindung haben? Ja, also die Wahl des Geburtsmodus steht der Patientin frei. Die Patientin kann auf alle Fälle eine ganz normale Geburt haben, wenn die Voraussetzungen ansonsten erfüllt sind, die auch für jede normale Schwangere gelten, wie beispielsweise, dass das Kind eben in der richtigen Lage ist oder dass die Plazenta am richtigen Teil der Gebärmutter angewachsen ist und nicht als erstes kommen würde. Das sind so ein paar Dinge, wo eine normale Geburt sonst auch nicht empfohlen wird. Aber da gilt eigentlich dasselbe wie für Frauen, die keine MS haben. Ja, eine normale Geburt ist auf alle Fälle möglich. Und auch unter der Geburt können wir die Frau unterstützen mit allen möglichen Schmerztherapeutikern, auch einer Periduralanästhesie beispielsweise. Also wir können da wirklich auch alles anbieten und wissen, dass das auch bei Patientinnen mit MS eine gute Möglichkeit ist, sie da gut durch die Geburt zu begleiten. Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, ist für MS-Patienten eine PDA möglich? Genau. Gibt es besondere Vorbereitungen zu Geburt, was man beachten muss? Nein, also ich kann da nur in dieselbe Kerbe schlagen und sagen, dass hinsichtlich Geburtsmodus oder auch einer PDA von Seiten der MS überhaupt keine Einschränkungen bestehen. Wir raten den Patientinnen, dass sich tatsächlich mit dem Gynäkologen, der Gynäkologin abzusprechen, völlig unabhängig von der Diagnose, auch völlig unabhängig von einer früheren Therapie. Und ich kann mich an Fälle erinnern, wo wir Patientinnen hatten, die auch von der MS schon körperlich schwer betroffen waren, die völlig komplikationslose, spontane Geburten hatten, ohne dass da jetzt aufgrund einer körperlichen Einschränkung auch irgendwelche speziellen Maßnahmen nötig gewesen wären. Was wir von der gynäkologischen Seite vielleicht noch ab und zu mal anbieten, das bieten wir auch sonst Risikopatientinnen an, wenn es jetzt wirklich jemand wäre, der körperlich bereits Beeinträchtigungen hat, dass man
mit einer Hebamme spricht. Das ist einfach auch im Rahmen des Mutter-Kind-Passes schon vorgesehen, um die 20. Schwangerschaftswoche, das ist das eine. Das andere, dass man sich den Ort, wo man das Kind zur Welt bringen möchte, auch einmal ansieht. In Pandemiezeiten ist das oft einmal nur virtuell, aber ansonsten gibt es auch Besichtigungen oder vielleicht einfach schon Vorgespräche mit Personen, die dann vielleicht später auch bei der Geburt dabei sein werden. Oder dass man auch schon ein Gespräch mit einem Anästhesisten sucht. Das haben wir eigentlich ganz gern, gerade auch wenn man speziell MS-Patientinnen jetzt anspricht, dass man schon vorher mal das Thema, wenn es wirklich in Richtung BDA gehen sollte, vorher einfach schon einmal besprochen hat, in einer entspannten Situation und nicht in dieser Ausnahmesituation oder in dieser besonderen Situation, wo man schon unter Wehen steht, dann vielleicht nur ein Aufklärungsgespräch hat, dass man sich vorher einfach schon ein bisschen besser damit auseinandersetzen kann. Thema unter der Geburt. Und da ist auch das Gespräch mit der Hebamme wieder gut, die vielleicht auch in diesem Erstgespräch oder im Rahmen von einem Geburtsvorbereitungskurs einfach die Geburt thematisiert, durchspricht, wo man das einfach schon einmal sich vorbereitet, wirklich auf die Geburt, wie es andere Schwangere auch machen. Da haben wir einfach einen positiven Effekt davon, wenn die Frau sich schon damit befasst hat. Worauf sollen MS-Patientinnen nach der Geburt besonders achten? Es ist ja bekannt, dass nach der Geburt das Risiko für Schübe etwas ansteigt, vor allem im Vergleich zur vorangegangenen Schwangerschaft. Allerdings, und das haben wir ja schon im ersten Teil auch besprochen, raten wir trotzdem bis auf wenige Ausnahmen bei einem Wunsch, das Kind zu stillen, im Sinne des Kindes, das durchaus zu machen und das auch über eine normale Zeitperiode zu machen. Es ist dann halt meistens der Zeitpunkt, wo man sich auch mit dem Neurologen, der Neurologin wieder mal zusammensetzt und dann den Zeitpunkt plant, wann man mit einer eventuellen Basistherapie wieder beginnt. Und auch was das Thema Wochenbett betrifft, auch nichts Spezielles für MS-Patientinnen, sondern so wie bei jeder anderen Frau auch? Genau, wie bei jeder anderen Frau auch, würde man vielleicht empfehlen, dass man eine Hebamme sich schon vorher organisiert oder kennenlernt, die man dann in den ersten Tagen oder in den ersten Wochen zu Hause auch besucht und dann beim Stillen und bei den alltäglichen Dingen mit dem frischen Neugeborenen vielleicht unterstützt. Das sind so Dinge, die wir schon auch ansprechen. Aber wie gesagt, nicht speziell nur bei MS-Patienten, sondern bei allen Patientinnen. Patientinnen haben wir da. Auch zwei Mütter. Wir wollen nur eure Erfahrungen. Also meine Erfahrung ist jetzt, gerade während der Geburt, war es jetzt beim ersten schon so, wie das dann das Thema MS in den Raum gekommen ist. Für mich war das ja durch die Schwangerschaft dann ist das in den Hintergrund gerückt und ich habe da eigentlich nie jemanden so oder informiert, aber es ist dann zu einem Kaiserschnitt gekommen und dann ja, jetzt MS und hin und her und ich weiß, es ist nur Rücksprache dann mit der Neurologie und es war ein bisschen stressig und so. Und was mir total geholfen hat, ist beim zweiten und beim dritten Kind hat mein behandelter Neurologe einen Arztbrief, also wirklich der Satz drinnen, Frau Schmölzer hat eben diese Diagnose, sollte aber wie jede andere Frau auch behandelt werden. Und das habe ich überall abgegeben, das war im System drinnen, der Brief. Und es war nie Thema, nie. Bei keinem Medikament, es war einfach nie Thema, den ganzen Krankenhausaufenthalt. Und das war für mich eigentlich der Satz der Sätze, der was einfach da drinnen sein hat müssen. Und der hilft. Ja, der tut sich auch gut, oder? Ja, ja. Wie war das bei der Marlene Schmidt? Die Marlene Schmidt ist lange davor schon Mutter geworden, bevor die Diagnose MS gestellt wurde. Altersbedingt muss ich sagen, ich hätte es mir damals vielleicht so gewünscht, dass es bei mir auch vielleicht so das Gespräch erfolgt. Es hat sich da sehr viel getan, muss ich sagen. Und schön, dass wir das jetzt auch immer wieder mal dann zu hören bekommen, weil viele MS-Patientinnen uns dann Fotos schicken und uns dann immer wieder mal ein bisschen ein Statement abgeben. Wie toll sie, ganz ehrlich gesagt, hier auch während der Schwangerschaft behandelt worden sind, informiert worden sind. Und ja, ich hätte es mir wahrscheinlich dazu als gesunde Mutter auch so gewünscht. Und man sieht einfach, es tut sich so viel. Ich stelle eine ganz laienhafte Frage. Wenn man so die Frau Schmölzer da, wenn man ihr zuhört, das strahlt ihr direkt, wenn sie darüber redet. Und vor allem, das eine gefällt mir, dass die Krankheit kein Thema mehr war. Ja. Eigentlich. Ja.
Kann das nicht auch einen positiven Verlauf für die Krankheit haben? Absolut, in mehrerlei Hinsicht. Wenn man in erster Linie, man weiß jetzt, wenn man es jetzt wieder aus rein wissenschaftlicher Sicht oder medizinischer Sicht sieht, weiß man ja, dass die Schwangerschaft per se sogar einen günstigen Verlauf oder die MS günstig beeinflusst, dadurch, dass während der Schwangerschaft weniger Schübe auftreten. Es gibt sogar Daten, dass Patientinnen, die eine oder mehrere Schwangerschaft hinter sich haben, möglicherweise sogar auf den gesamten Erkrankungsverlauf leicht positive Einflüsse haben. Aber ich glaube, gerade auch die persönliche glückliche Erfahrung, die die Erkrankung für einen in den Hintergrund rückt, das ist doch überhaupt positiv, wenn man dann so mit der Erkrankung umgeht, dadurch auch weniger Sorgen hat und dadurch einfach das Gefühl hat, dass alles normal ist. Und gerade in Bezug auf Schwangerschaft sollte man das möglichst ohne der MS im Hinterkopf versuchen, einfach das Glück auch zu erleben. Das Glück auch zu erleben, das war fast schon ein perfektes Schlusswort. Gell? Aber eine Frage aber trotzdem noch. Die Geburt selber, kann die einen Schub auslösen? Die Geburt selber an sich nicht normalerweise. Also wie gesagt, es gibt nur die Daten, dass die Schubwahrscheinlichkeit nach Ende der Schwangerschaft bzw. nach der Geburt wieder ansteigt, dass aber die Geburt selber der Auslöser für einen Schub ist, so direkt kann man es dann nicht sagen. Gibt es eigentlich Hilferufe an euch von Müttern, die mit der Situation, also wenn das Kind schon da ist, eigentlich nicht fertig werden? Ja, die gibt es durchaus und wir loten natürlich alles aus. Wie schaut es aus im sozialen Umfeld? Kann hier Hilfestellung gegeben werden? Wenn das dann nicht möglich ist, nachher schauen wir eben, wie schon bei der letzten Frage schon angemerkt, wir schauen eben dann, ob eine Heimhilfe mal kurz organisiert werden kann. Also es gibt schon viele Möglichkeiten. Und wir schauen da wirklich, dass wir die Mütter da nicht im Stich lassen. Auch mal die Hilfe in Anspruch nehmen müssen? Ich habe leider die Marlene damals nicht kennt. Die Marlene ist ein Engel, gell? Ich habe schon viel aus der Patsche geholfen. Ich war nach dem zweiten Sohn in einer Situation, wo ich Hilfe hätte bekommen müssen, sollen, wollen. Meine Mama war nicht da zu der Zeit. Das Kind eben hat besondere Bedürfnisse gehabt. Ich habe den Schub gehabt und da wäre es halt schon fein gewesen, wenn halt gerade einmal am Tag jemand gekommen war. Ich habe mich damals erkundigt, das war aber dann finanziell also nicht leistbar. Es ist dann so auch gegangen, aber es war nur einmal die Situation. Kann das auch die Stresssituation gewesen sein, dass da ein Schub gekommen ist? Das wird viel diskutiert. Das ist jetzt eine Frage, die ich weder eindeutig mit Ja noch mit Nein beantworten kann. Ich meine, man weiß schon, dass Stress prinzipiell sich negativ auswirken kann. Aber ich meine, der Schub selber ist ja ein tatsächlicher Entzündungsprozess im zentralen Nervensystem, der vom Immunsystem ausgelöst wird. Dass allein Stress diesen Immunvorgang auslöst, ist eher unwahrscheinlich. Man weiß aber, dass Stress dazu führen kann, dass vorbestehende Beschwerden möglicherweise stärker verspürt werden. Gibt es sonst noch von Seiten der Gynäkologie da was Wichtiges dazu zu sagen? Also wir können in der Schwangerschaft und auch im Wochenbett da versuchen, noch ein bisschen Unterstützung zu organisieren. Wir haben manchmal auch die Möglichkeit, über eben auch soziale Einrichtungen da Kontakte herzustellen und sich den individuellen Fall halt dann anzuschauen und da vielleicht eine kurze Unterstützung zu suchen. Was wir den Mamas auch anbieten, häufig ist ein Kontakt zu einer Stillgruppe vielleicht, das heißt zwar jetzt Stillgruppe, aber letztendlich sind es gleichgesinnte Frauen in ähnlichen Lebenssituationen, wo man sich gut austauschen kann und vielleicht da auch gewisse Hilfe organisieren kann. Mit Gleichgesinnten ausgetauscht? Auch mit MS-Patientinnen? Anfangs ja, aber nicht jetzt bezüglich der Schwangerschaft. Sonst allgemein? Allgemein. Früher, dass man mal in so eine Selbsthilfegruppe gegangen ist, gerade am Anfang von der Diagnose, weil man dann mit dem nicht so viel anfangen kann und halt alles so wirrwarr ist.
aber jetzt bezüglich jetzt mit den Kindern eigentlich nicht. Also ich weiß es nur, dass es mit dem, also bei mir war das so, dass es im Privaten ein bisschen schwerer war. Also, du hast total die Unterstützung gekriegt jetzt von Gynäkologie, Neurologie, Partner, Eltern, ja, Kind, super. Aber so beim ersten Kind hat sich jeder gedacht, boah, ja, mit der Krankheit und so. Beim zweiten Kind, das hast du halt im Nachhinein erst erfragt, von den guten Bekannten, die was dir das dann gesagt haben, ma, du, die haben das damals so und so besprochen. Beim zweiten Kind, man schafft sie das, und beim dritten Kind, jetzt spinnt sie total, gell? So, jetzt ist sie total verrückt, gell? Wie kann man denn 3 Kinder auf die Welt setzen mit der Krankheit? Da muss man dann schon auch durch, gell? Und das dann sagen, okay, ich mache das, ich schaffe das, wir haben uns für das entschieden. Und, aber das war eher so mein Punkt, dass ich glaube, viele in den Kopf geschüttelt haben. Ja. Ich darf jetzt so ganz kurz was sagen. Also wir bekommen ganz viele Rückmeldungen, weil ich nachher auch immer sage, bitte vergesst Physiotherapie, Ergotherapie. Und viele junge Mütter sagen mir, den besten Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten haben sie zu Hause. 8, 9 Monate alt, schläft immer noch nicht durch. Also das sind, glaube ich, die besten Therapeuten schlechthin. Ein Kind spürt das einfach. Wenn eine Mutter mal nicht so schnell laufen kann, also wenn sie nachher schon so im Laufalter sind, die nehmen schon ein bisschen Rücksicht. Also, und wie gesagt, auch ohne Diagnose gibt es solche Momente, dass man einfach einmal sagt, puh, manche zeigen, aber irgendwie geht es immer. Ja, ich bin mit meinem Sohn auch, also mit alle 3 eigentlich, aber mein mittlerer Sohn, sind wir auf den Glungertaufe gefahren und dann ist er in der Gondel drinnen geguckt und hat so geschaut und gesagt, ich bin so froh, dass du MS hast. Da sage ich, warum denn? Ich sage, stell dir vor, ich müsste da zu Fuß raufgehen, hat er gesagt. Also das sind halt so, dann, und dann lacht man halt und hat, ja, dann passt wieder. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Schluss. Können wir nochmal auf die Männer. Kommt es des Öfteren vor, dass Männer auch Angst haben, wie soll ich das am besten sagen, ob es funktioniert, jetzt ganz einfach gesagt? Kommt schon vor, ja. Also wir beraten auch Männer in diese Richtung. Wie gesagt, da ist jetzt weniger Therapie ein Thema, aber gerade das Thema Vererbung wird natürlich öfters besprochen, wo auch die Angst besteht, da was weiter zu vererben, was wie gesagt ja in aller Regel nicht der Fall ist. Das Thema, ob es überhaupt funktioniert, ist dann eher sogar mal in fortgeschrittenen Erkrankungsstadien, jetzt rein vom medizinischen her möglicherweise ein Thema, das, glaube ich, insgesamt aber noch zu selten angesprochen wird. Also solche Anfragen kommen uns schon auch einer. Ich glaube, es hat sich generell die Rolle des jungen werdenden Vaters sowieso geändert, mit oder ohne Diagnose. Und da sagen natürlich dann schon die Patienten, man schaffe das alles, ich will ja meine Partnerin unterstützen. Das heißt, ich möchte auch mal das Kind wickeln, ihm das Fläschchen geben. Dann sage ich ja, was steht da dagegen? Das schaffst du alles. Natürlich, also ich glaube, man muss... Die Hemmschwelle wird da größer wahrscheinlich. Ja, man muss jedem Mut machen, dass mit der Diagnose auch das alles machbar ist. Und vielleicht ein bisschen anders da. Aber ich glaube, die Kinder, die haben so feine Sensoren, also die gehen da schon drauf ein. Und wie gesagt, also es gibt tolle Angebote bei den Neurologen, Neurologinnen, Gynäkologinnen. Und wir schauen halt auch, dass wir da einen gewissen Teil nachher noch irgendwie abfedern. Und alles, was an Hilfestellung möglich ist, da schauen wir schon. Aber natürlich, vieles muss dann schon selber geschultert werden. Und das hat sich zwar wesentlich verbessert, aber so generelle Fragen, wie sieht es später mal aus, wenn ich pflegebedürftig wäre? Dann sage ich, dann ist dein Kind schon so im Alter, dass es wahrscheinlich dann die Frage stellt, schaffe ich das mit meinem Vater oder mit meiner Mutter, dass ich die pflege? Das ist nachher ganz anders. Aber wie gesagt, also wir schauen schon immer, dass wir diese Information natürlich dann früh genug eigentlich jedem Patienten und jeder Patientin mitgeben können. Und ich mache jetzt den Job schon über 20 Jahre und es hat nur 2 Fälle gegeben, wo es wirklich ganz daneben gegangen ist, aber sonst ist alles bestens verlaufen und man bekommt immer wieder so viele positive Rückmeldungen, wie auch von der Claudia,
wie das alles super toll läuft und gärt. Und das ist doch das Schöne, glaube ich, auch, dass auch mit so einer Diagnose wie die Multiple Sklerose auch wirklich der Kinderwunsch dann möglich gemacht wird und dass man eigentlich keine Ängste haben muss. War das einmal ein Gedanke, ein Thema? Wie wird das einmal später? Ja, klar, ja. Und überhaupt jetzt, wo ich jetzt eigentlich seit 2017, wo es dann wirklich mit den Beeinträchtigungen angefangen hat, dieses schlechte Gewissen in die Kinder gegenüber, wenn man etwas nicht mit ihnen tun kann, oder? Ja, wir müssen dann vom Skifahren verabschieden und dann, oh Gott, ich kann meiner Tochter nicht Skifahren lernen, so, was bin ich für eine Mama, so. Wow, das ist schon ein Lernprozess danach, gell? Eben, aber die Rückmeldungen von den Kindern ist ja dann eigentlich eh positiv. Aber man muss da selber mit sich, darf man so nicht so streng sein, gell? Und sagen, ja, unser Haupthobby ist halt nicht spazieren gehen, gell? Wir gehen halt schwimmen. Einmal die Woche mindestens. Aber das ist halt, das ist sicher ein bisschen was anderes, wenn man ein bisschen beeinträchtigt ist. Und er muss nicht zu Fuß gehen. Wir fahren mit dem Auto dorthin. Genau. Also, liebe Zuseher, Sie sehen, alles ist möglich. Lassen Sie sich davon nicht abhalten, wenn der Wunsch da ist. Wir haben da die besten Beispiele, dass es wirklich wunderbar sein kann. In diesem Sinne, haben Sie eine feine Zeit. Schauen Sie auf sich, bleiben Sie gesund. Danke auch noch an die Firma Merck für Ihre Unterstützung, dass diese Gesprächsrunde überhaupt möglich ist. Und ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.